Willkommen zu einem weiteren Video zu Battlefield 1. Es gibt die Möglichkeit, Battlefield 1 ein bisschen früher zu spielen, ganze 3 Tage vor dem ganz normalen Release. Das heißt, man kann dann schon am 18. spielen und nicht erst am 21. Oktober. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was man denn machen kann, was man machen muss, falls man früher spielen will. Die erste Möglichkeit, die richtet sich komplett an alle Leute, die auf der Xbox One unterwegs sind. Dort gibt es nämlich die Möglichkeit, Battlefield über EA Access so ein bisschen früher zu spielen. EA Access ist ein Dienst von EA mit ganz vielen verschiedenen Spielen von EA und dort wird eben Battlefield 1 auch ein bisschen früher hinzugefügt, eben schon 3 Tage früher. Das heißt, man kann dann auch schon 3 Tage früher spielen. Es ist allerdings so, dass EA Access ein bisschen was kostet, das heißt, man zahlt hier 3,99 € im Monat. Man kann das allerdings monatlich abbestellen, was natürlich bedeutet, dass man EA Access einfach kurz vor diesem Release kaufen kann. Dann kann man 3 Tage früher spielen und dann kann man die ganze Sache wieder abbestellen, kann zum Beispiel zu seiner ganz normalen CD-Version wechseln. Ich habe das selbst zum Beispiel auch bei Battlefield Hardline gemacht. Battlefield Hardline habe ich mir am PC gekauft, dort gab es keine Möglichkeit, irgendwie ein bisschen früher zu spielen. Ich wollte aber ein bisschen früher spielen und habe mir dann eben auch EA Access geholt auf der Xbox, habe dann dort Battlefield Hardline 3 Tage früher gespielt und bin danach dann ganz normal zur Version am PC gegangen, als die dann eben freigeschaltet wurde. Das heißt, es funktioniert auf jeden Fall, man kann das sofort abbestellen, man zahlt halt 3,99 €. Wenn man am PC unterwegs ist, gibt es eigentlich den gleichen Dienst mit einem anderen Namen und zwar nennt sich der Dienst dort Origin Access. Ansonsten ist aber eigentlich alles gleich, das heißt auch hier zahlt man 3,99 € im Monat. Auch hier kann man jederzeit kündigen und auch hier hat man eben Zugriff auf verschiedene Spiele. Battlefield 1 wird dort auch 3 Tage vor dem ganz normalen Release hinzugefügt. Falls man jetzt allerdings sagt, okay, man will diese beiden Dienste nicht nutzen oder falls man auf der PlayStation 4 unterwegs ist, dann gibt es da auch eine Möglichkeit und zwar kann man sich dann die Deluxe Edition von Battlefield 1 vorbestellen. Wenn man sich diese Deluxe Edition nämlich vorbestellt, dann wird die zur Early Enlisted Deluxe Edition, was bedeutet, dass man das Spiel auch 3 Tage früher spielen kann und zusätzlich gibt es noch so ein paar Ingame-Boni und so weiter, ich habe dazu ja ein Video gemacht. Die ganze Sache, die kostet dann 79,99 € am PC und 89,99 € auf den beiden Konsolen. Allerdings, hier zahlt man natürlich für das komplette Game, das ist kein Abo-Modell, irgendwas in diese Richtung und zahlt einmalig, kann dann das Spiel so lange nutzen, wie man will und es ist eben so, dass man als Bonus auch ein bisschen früher spielen kann. Die ganzen wichtigen Links und so weiter, die findet ihr in der Videobeschreibung, das heißt, dort gibt es einen Link zu EA Access, dort gibt es einen Link zu Origin Access und falls ihr die Deluxe Edition von Battlefield 1 vorbestellen wollt, dann müsst ihr das digital machen, das heißt in den ganzen Stores, im Xbox Store, im PlayStation Store oder bei Origin. Es ist so, dass man dieses Spiel nicht irgendwie als CD kaufen kann, was wahrscheinlich auch nicht verkehrt ist, nicht, dass dann die CD irgendwie ein bisschen später ankommt und man irgendwie nichts von diesen 3 Tagen hat, die man eigentlich früher spielen könnte. Und ja, das sind die ganzen Informationen, die es gibt, wenn man Battlefield 1 ein bisschen früher spielen will. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwas davon machen werdet. Werdet ihr das Spiel ein bisschen früher spielen? Würde mich interessieren. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe mir im Moment die Collector's Edition von Battlefield 1 vorbestellt bei Amazon. Falls ich mir die wirklich kaufen sollte, dann denke ich, werde ich über Origin Access eben so ein bisschen früher spielen. Warte dann auf meine ganz normale Disc-Version und werde dann zu der wechseln. Falls ich die doch nicht bestelle, falls ich die noch storniere, die Collector's Edition, dann werde ich mir wahrscheinlich die Deluxe Edition bei Origin vorbestellen, damit die eben zur Early Enlisted Deluxe Edition wird, damit ich dann so eben ein bisschen früher spielen kann. Und ja, das war's dann ansonsten mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video was gebracht. Falls das der Fall sein sollte, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Falls ihr außerdem gerne weiterhin Videos zu Battlefield und auch zu COD sehen wollt, dann könnt ihr außerdem gerne ein Abo dalassen. Und ja, das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Video.